Dann darf ich Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Darmstadt 98 gegen 1. FC Heidenheim. Endstand 1:1. Wie immer gebührt das erste Wort unseren Gästen. Herr Schmidt, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Tag zusammen. Wir haben heute taktisch ein bisschen umgestellt und glaube, dass wir unseren Gegner ein bisschen überrascht haben, sind dadurch sehr gut auch ins Spiel gekommen, hatten in der ersten Minute schon eine richtig gute Konterchance, 3-2 aufs Darmstädter Tor, treffen da aber leider die falsche Entscheidung, legen aber oder setzen gleich nach mit einem Abseitstor und vor allen Dingen dann in der siebten Minute das 1-0. Kevin Kraus hat den Ball oder hat sein Tor selber eingeleitet, indem er vorwärts verteidigt hat um die Mittellinie und den Weg geradeaus durchgewählt hat. Wird dann nochmal angespielt und vollstreckt auch sehr gut. Klar, hat uns Auftrieb gegeben, haben das Spiel dann auch aus meiner Sicht gut im Griff gehabt. Vor allen Dingen dann auch nach der roten Karte mit einem Mann mehr. In der ersten Halbzeit haben wir das sehr, sehr gut gelöst. Sind noch zu weiteren 2-3 guten Möglichkeiten gekommen, haben da vielleicht verpasst, das 2-0 zu machen, insbesondere als Heuer Fernandes eine Flanke abwehrt und der Ball frei direkt vorm Tor ist, sind wir nicht entschlossen genug gewesen, um da das 2-0 zu machen. Und in der zweiten Halbzeit, die ersten 10 Minuten, denke ich, hat sich nicht viel geändert am Spiel. Leider dann zwischen der 55. und 60. Minute waren wir 5 Minuten unerklärlicherweise nicht da. Waren 3 Situationen, wo Darmstadt zur Torgefahr auch erzeugt. Und die dritte Aktion war dann auch drin. Einwurf, sind wir zu weit weg, können die Flanke nicht verhindern und verlieren auch das entscheidende Kopfballduell. Und klar, dann ist ein anderes Spiel. Die Zuschauer sind zurück, der Gegner gewinnt fortan mehr Zweikämpfe wie vorher. Und dann ist schon auch die Gefahr da, dass du, obwohl du mit einem Mann mehr bist, dass du am Schluss vielleicht sogar mit gar nichts nach Hause fährst. Erst zum Schluss ist uns dann nochmal gelungen, nachdem wir nicht die Nerven verloren haben, zu 2-3 richtig guten Möglichkeiten zu kommen. Da hat man einfach nur Pech, dass der Ball jeweils an die Latte geht. Und dann hat man gesehen, die letzte Aktion, ein langer Freistoß. Da kann auch nochmal alles passieren, wo Darmstadt, wo Sula den Ball nach vorne spielt. Letztendlich, glaube ich, sind es für uns 2 verlorene Punkte. Wir haben 1-0 geführt, haben das Spiel kontrolliert, waren ein Mann mehr, haben aber das zweite Tor nicht gemacht. Und dann ist es eben auch die Qualität von Dirk und klar von der Mannschaft, dass sie immer zurückkommen können. Das haben sie gemacht. Und wie gesagt, hätten heute gern 3 Punkte mitgenommen. So müssen wir mit einem Punkt auch leben. Und das tun wir dann auch. Und Dirk, Darmstadt 98 natürlich, alles Gute für die verbleibenden 10 Spiele. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schmidt. Dirk, wie beurteilst du die 90 Minuten? Ja, Frank, erstmal danke für deine Wünsche und allen im Raum hier. Auch einen schönen guten Tag. Ich glaube, wir waren etwas schläfrig in der Partie und mein Kollege hat es gerade richtigerweise gesagt. Also in der ersten Minute eine riesen Kontersituation zugelassen, die nochmal schon ins Auge gehen kann. Dann auch vor dem 0-1 nicht besonders klug angestellt. Die rote Karte auch selber ein bisschen mitfabriziert. Ich lasse das mal einfach im Raum hier stehen, ob man die geben muss, unbedingt so zwingend. Ich glaube, Kevin hätte noch eingreifen können, aber wenn der Schiedsrichter sich so entscheidet, dann muss man das dann auch so respektieren. Und für uns ging es dann erstmal darum, so lang wie möglich auch in der Chance zu bleiben. Sagen wir, wir haben dann offensiv gewechselt, haben Yannick Stark rausnehmen müssen oder haben da rausgenommen, Tobi Kempe in die Mitte auf die 6 Richtung 8 mitgezogen. Chi nach außen gestellt, um da auch leicht offensiver nach Drang zu entwickeln, wenn das dann überhaupt möglich ist. Und waren dann bei verschiedenen Situationen auch mit dem Glück des Tüchtigen im Munde. Ferro hält super den einen Freistoß, ich glaube Arne Feig war es, der dann geschossen hat. Die eine Situation genauso, wo der Ball als Kerze vor unserer Linie runterkommt. Und der nicht im Tor landet, aber trotzdem, wie wir uns dann noch in diese Partie reingebissen haben, wie wir uns reingekämpft haben, wie wir dann auch phasenweise ordentlich Fußball gespielt haben, das war schon für uns und mit dem Mann weniger okay. Ich denke, man hat zeitweise nicht gesehen, dass wir auf der einen Seite vielleicht eine leichte Müdigkeit hatten aufgrund der englischen Woche. Heidenheim wirkte am Anfang etwas spritziger. Wirkte am Anfang etwas schneller in den Handlungen im Mittelfeld. Trotzdem dann auch mit einem Mann weniger haben wir uns sehr gut verhalten, haben auch immer wieder versucht, Nadelstiche nach vorn zu setzen, haben dann auch den Ausgleich gemacht und ein ganz spezieller Dank und ein ganz großes Lob gilt
den Fans und den Zuschauern heute, die die Mannschaft gnadenlos unterstützt haben, die von der ersten bis zur letzten Minute, aber speziell auch nochmal in der zweiten Halbzeit so viel Alarm gemacht haben, dass die Mannschaft getragen wurde, dass sie gepusht wurde und dass sie dann auch zu einer großartigen kämpferischen Leistung und zu einer spielerischen Leistung gefordert wurde, die auch für uns absolut akzeptabel war. Und die Mentalität, die wir dabei an den Tag gelegt haben, jeden Zweikampf anzunehmen, überhaupt gar keinen Ball verloren zu geben, immer wieder alles zu versuchen, immer wieder auch zurückzukommen. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist im Kampf und den Klassenerhalt. Ich denke, dass wir da heute einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, auch im Kopf für die Jungs, dass sie sich selber von solchen Rückschlägen, Rückstand, 0-1, starker Gegner Heidenheim, die mit sehr breiter Brust hierher gekommen sind, sich dann auch nicht aus der Bahn werfen lässt, weiter Gas gibt, weiter auch an die Chance glaubt zu punkten, mit sehr viel Glück vielleicht dreifach zu punkten. Ja, und das stimmt mich total positiv auch für die kommenden schwierigen Aufgaben, die wir jetzt vor der Brust haben. Meinem Kollegen mit seiner Mannschaft natürlich auch für die kommenden Aufgaben alles Gute, viele Punkte. Wir machen einen richtig guten Job da, wenn man gesehen hat, wie schwierig die Anfangsphase auch in Heidenheim der Saison war, wo die Ergebnisse auch ein bisschen ausgeblieben sind, haben sie die Ruhe bewahrt und was dabei rausgekommen ist, das sieht man an der jetzigen Situation, in der sie sich befinden, wo sie wieder mal, wie schon die viele Jahre auch vorher, eine sehr gute Rolle in der zweiten Liga spielen. Und das nötigt mir persönlich auch sehr viel Respekt ab. Also Frank, auch für deine Truppe alles Gute. Dankeschön. Danke Dirk. Wenn es Fragen gibt, bitte ich um ein Handzeichen und dann kurz auf das Mikro warten. Stefan Könlein von der dpa. Frage an Dirk Schuster. Jones waren Sie am Anfang, haben Sie ja nicht gekannt, als Sie hierher gekommen sind, als er in der Winterpause gekommen ist. Wird sich die ersten Wochen, jetzt kennen Sie ihn ein bisschen besser, hat sich ja ganz gut eingefügt. Wie würden Sie seinen Wert für die Mannschaft beschreiben und vor dem Hintergrund der heutigen Leistung auch? Ja, nicht nur die heutige Leistung, sag mal, bis auf zwei kleine Dellen oder ein, zwei kleine Dellen nach unten ist er bis jetzt absolut eine Verstärkung für unsere Mannschaft. Ich glaube auch, dass es überhaupt nicht schlimm war, ob wir den Spieler Jones, Jovin vorher gekannt haben. Ich glaube, die wenigsten im Raum haben ihn hier gekannt und sind natürlich auch sehr froh, dass er jetzt bei uns spielt. Und Thorsten Frings hat ihn hierher gelotst. Wir können jetzt ein bisschen davon profitieren, auch den Nutzen daraus ziehen von diesem Transfer. Das war ein sehr guter Transfer, den er gemacht hat. Und wir sind auch sehr glücklich, dass er bei uns spielt. Und ich denke, er kann nicht nur als Vorbereiter und als Ideengeber aus dem Mittelfeld heraus glänzen, sondern auch als Torschütze. Und hat heute einen hervorragenden Job gemacht. Kleine Frage noch, wie ist Beuth in den Kader gerutscht? Der stand nicht auf dem Zettel zuerst? Ja, das ist eine Bauchentscheidung gewesen, dass wir auch nach der Aufstellung, die wir bekommen haben seitens der Heidenheimer, wo wir in deren Mannschaft sehr viel Größe, Wucht und Kopfballstärke auch auf dem Platz vorgefunden haben und wir auf der anderen Seite natürlich was zum Gegenhalten brauchten und vielleicht auch mal noch diese Power und diese Wucht, Dynamik und Größe auch im Laufe des Spiels vielleicht noch brauchen könnten, haben wir uns dazu entschieden, nochmal den Kader kurzfristig zu ändern. Bedeutet, dass Marvin Mehlem dem zum Opfer gefallen ist. Klar, es ist für ihn eine scheiß Situation, genauso wie die Situation sich für einen Yannick Stark total beschissen dargestellt hat. Man müsste sich fast entschuldigen dafür, wobei ich glaube, dass einzelne, sag mal so Schicksale in dieser Situation auch ein bisschen hinten anstehen. Beide haben sich absolut professionell verhalten, haben auch diesen kleinen Rückschlag von uns vielleicht im Sinne der Mannschaft, im Sinne des Erfolges und glaube auch im Sinne des Vereins absolut professionell hingenommen und ich bin überzeugt davon, dass sie weiter im Training Gas geben werden und dass sie sich für weitere Aufgaben definitiv anbieten. Auf jeden Fall war es für beide eine absolute Härteentscheidung, ja, die getroffen werden muss und die wir in dem Sinne auch so gefällt haben, die sicherlich für beide nicht so positiv war. Aber wir haben mit beiden gesprochen und sie haben es genommen wie ein Mann.
von der ersten Reihe. Nadine Rau von der Heidenheimer Zeitung. Kurze Frage noch an Frank Schmidt, wegen personellen Hintergrund. John Verhoek, war der noch zu arg angeschlagen, als dass er von Anfang an hätte spielen können, gesundheitlich, oder hatte das taktische Gründe? Und bei Marc Schnatterer auch, war der zu arg angeschlagen, als dass man ihn vielleicht hätte früher bringen können und war für Sie noch entscheidend hinten raus, um das 1-1 dann zu halten? Also nächstes Mal war schon ein paar Tage krank mit Fieber und darüber hinaus haben wir in der Vergangenheit öfters gewechselt und klar, dass wir nicht nur da auf ein oder zwei Stürmer setzen, sondern jeden Mann brauchen. Deswegen hat heute Robert Glatzel die Chance auch bekommen, aber auch John hat selber gesagt, für ein paar Minuten reicht's. Bei Marc war es so, dass er normalerweise gespielt hätte, aber eben schon die ganze Woche ein bisschen Probleme hatte und heute früh erhöhte Temperatur und da war von Anfang an klar, wenn man kurz vorm Fieber ist, macht es keinen Sinn, ihn da zu lang ins Rennen zu schicken. Aber er hat dann signalisiert, dass es geht. Und klar, wir haben ihn nicht gebracht, um das Ergebnis zu halten, sondern um das Spiel zu gewinnen, was uns leider nicht gelungen ist. Aber fast zum Schluss, auch mit seiner Hilfe. Christian Belz von FFH, ganz hinten. Herr Schuster, Sie haben gesagt, es war natürlich ein Sieg für die Moral. Auch die Spieler haben nach dem Spiel gesagt, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht aufgrund dessen, wie das Spiel verlaufen ist. Wie würden Sie das jetzt bewerten in Anbetracht der Konkurrenz, wie die am Wochenende gespielt hat? Ich bewerte das als ein gewonnener Punkt für uns. Weitere Fragen gibt es keine. Dann vielen Dank für Ihr Kommen und unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Vielen Dank.